Hey Leute, willkommen zurück zu Nowhere Profit. Wir haben nicht mehr allzu viel Hoffnung, aber wir können auch noch jede Menge Luxusgüter teilen und wir haben auch noch mehr als genug Nahrung, also können wir auch hier noch den kleinen Umweg gehen. Ich finde das schon sehr interessant, dass man quasi die Wege auch wieder zurückgehen kann. Ich wüsste jetzt nicht, bei welchem anderen Spiel in dieser Art das noch so geht. Zumindest fällt mir jetzt auf die Schnelle keins ein. Obwohl, zugegeben, die meiste Zeit habe ich halt auch Slay the Spire gespielt. Und da geht das halt nicht. Also das macht auf jeden Fall schon einen Unterschied. Oh, mal wieder ein Kampf. Was für eine Überraschung. Gut, dann können wir jetzt erstmal den Konvoi verwalten. Und ich würde sagen, wir trennen uns erstmal von etwas Färbemitteln, dann bekommen wir ein gefährliches Hindernis und wieder 13 Hoffnung gibt es obendrauf. Ja, also auf jeden Fall, das sieht doch ganz gut aus. So, du bist erledigt. Dann haben wir wieder einen Platz frei und wie man das hier unten gut sehen kann, sind jetzt ein bisschen weniger Viererkarten. Ich könnte ja fast sagen, Fanatiker ist halt super gut. 6 Damage und dann noch 6 Lebenspunkte. Aber wenn die Einheit halt Schaden nimmt, bekommt der Anführer 2 Schaden. Das ist ganz gut in Kombination mit, wenn man genug Panzerung hat. Aber ansonsten, wir haben ja doch hier noch so ein paar Zweierkarten. Ist jetzt die Frage. Ich glaube, hier ist schon so ein bisschen so eine Lücke. Ich glaube, ich packe da noch eine Vierer mit rein. Ich bin ja eigentlich auch relativ ein Fan von hier, vom Schurken. Aber das dauert halt wirklich. Den muss man dann relativ früh bekommen, weil die Kämpfe gehen jetzt bisher auch noch alle nicht so lang. Von daher ist es ein bisschen schwierig. Ich würde wirklich sagen, wir machen das jetzt erstmal. Ja, wie machen wir das denn? Ich nehme hier den Funkenschaman mit rein. Sieht das denn besser aus? Wir haben ein bisschen besser aus. Wir haben eine Menge Dreierkarten. Sollte soweit dann auf jeden Fall erstmal passen. Gut, was haben wir denn hier? Banditenpionier. Ist schon mal ganz okay. Kopfschuss brauchen wir halt nicht. Crash Jacket wäre halt schon ganz nett, wobei hat jetzt auch nicht so viele Lebenspunkte dadurch, dass die Karte schon angeknackst ist. Banditenpionier bräuchten wir dann auch erstmal nicht, aber behalten wir erstmal die soweit. Dann haben wir unstabile Powerzelle hier. Wäre schon ganz nett, aber der Baum ist hier so ein bisschen im Weg. Ich glaube, ich werde das erstmal noch nicht so spielen. Ich glaube, wir fangen anders an. Und zwar fangen wir haben ja einen Kriegermönch bekommen. Dann haben wir direkt schon mal einen mit Spott. Dann sind auch schon direkt hier die Energiepunkte soweit verbraucht. Panzerung können wir uns jetzt noch nicht an der Stelle geben. Maximale Energie brauchen wir halt nicht, die können wir mal recyceln. Dafür kriegen wir einen Schuss. Das könnte jetzt am Anfang gar nicht mal so blöd sein. So, dann haben wir gleich 4 Energie. Crash Jacket könnten wir dann spielen und einen Banditenpionier. Oder wir machen das jetzt wirklich anders. Räuber macht mir so ein bisschen Sorgen, weil 4 Damage. Wir kriegen dich leider so nicht kaputt. Aber wir können. Oh, das wäre natürlich auch gar nicht mal so blöd. Aber dann können wir sonst eigentlich nichts weitermachen. Machen wir das erstmal so. Gut, dann hätten wir schon alles verbraucht. Dann würde ich doch sagen,
Ja gut, das kann ich nicht angreifen, weil das was im Weg. Wir greifen einfach mal direkt den Anführer an. Ach verdammt, jetzt kommt hier auch noch ein Buff. Das heißt, der Mönch ist endgültig hinüber. Jetzt ist da noch wer mit Spott aufgetaucht. Gut, gnadenlos können wir jetzt auch nicht wirklich was mit anfangen. Ich würde dann doch eher sagen, der Asket ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Und dazu dann noch, wie machen wir das denn jetzt? Spielen wir die Powerzelle oder vielleicht Banditenpionier? Oder wir holen uns noch mehr Rüstung, aber ich glaube, ich spiele jetzt mal die Powerzelle hier. Dann machen wir das nämlich so. Und bei dir müssen wir erst noch kurz warten. Dann würde ich jetzt definitiv schon mal sagen, dass wir... Wie machen wir das denn? Wir müssen auf jeden Fall die Einer zuerst zerstören, aber das ist jetzt gar nicht mal so das Problem. Die kann auch sonst nichts, oder? Die hat nur Spott. So, wir haben hier einmal Heilung. Das ist doch schon mal super. Wird gleich noch weiter gebufft. Wir zerstören die Einheit. Haben dann immer noch 6. Wir könnten natürlich jetzt auch... Würde das... Nee, es geht halt nicht. Wenn schon erschöpft ist... Ja, genau. Das hatte ich ja letztes Mal, haben wir letztes Mal schon gesehen. Das war ein bisschen blöd. Der Berserker wäre natürlich auch sehr nett. Wir können das natürlich auch anders machen. Gut, ich spiele erstmal noch den Berserker, Banditenpionier. Da waren es noch 7. Das heißt, wir haben das hier schon so gut wie im Sack. Da kommt noch mal was mit Spott. Okay, das ist ein bisschen blöd. Ah, das war jetzt... Das war jetzt aber echt eine miese Nummer. Zurück auf die Hand. Wir müssen natürlich zuerst... Wir müssen das zuerst zerstören, aber... Wie machen wir das denn? Wir können Schaden verdoppeln... Wir könnten aber auch, ja, mit 2 Damage komme ich jetzt hier nicht allzu weit. Frontlinie, ja, gut, das wäre... Können wir halt auch nicht zerstören, das ist... gerade ein bisschen doof. Aber wir können auf jeden Fall... dich hier wieder spielen. Dann haben wir noch 3. Und ich würde wirklich sagen, das würde sogar gehen. Das wäre natürlich schon eine Option. Aber du wirst halt direkt zerstört. Du hast halt nichts... Ah, ich glaube, ich muss dich mal buffen. Dann machen wir das nämlich jetzt erstmal. Der Baum muss da weg. Das ist wirklich... das Problem.
Gut, dann hätten wir das. Panzerung, ja, können wir. Okay, können wir jetzt gerade nicht machen. Anführer ist erschöpft. Gut, dann lassen wir das erstmal so. Sieh hier, ist ein Problem. Oder auch nicht. Oh, das ist jetzt super. Dann können wir nämlich direkt... Wen nehme ich denn jetzt dafür? Das mit ihm hier ist natürlich super. Das wäre bei dir halt auch super, aber wir müssen erst dich rausnehmen. Dann machen wir das doch mal eben. Dann können wir dich erledigen. Gemüseknochen, technopathische Munition. Erhöhe den Schaden einer Anführerkarte um 1. Energie nachladen. Na gut, das klingt jetzt nicht so toll. Neuraler Dolch, zerstöre ein Gefolgsmann oder Konstrukt. Das klingt hingegen schon ganz gut, aber wir haben davon eine Karte. Ich glaube, ich heb mir das erstmal soweit auf. So, dann haben wir schon wieder ein Level up. Dann machen wir das doch mal eben. Was hätten wir denn hier jetzt zur Auswahl? Nochmal zersetzen. Juggernaut. Das ist natürlich auch sehr nett. Die ist sogar mythisch, die Karte. Das ist echt krass. Einer der Gefolgsleute erhält +6/+6 und überwältigen und wird erholt. Ja, also nochmal zersetzen brauchen wir nicht. Weil ich würde halt schon immer gern die Anführer mit einem Gefolgsmann finishen, damit er halt diesen Segen bekommt. Tollkühner Schlag. Ja. Da würde es sich halt anbieten, haben wir halt auch schon einmal im Deck, aber generell, dass man dann Einheiten hat, die günstiger sind, dann hat man mehr auf dem Spielfeld und die werden dann alle gebufft. Aber ich nehme jetzt hier auf jeden Fall an der Stelle Juggernaut. Kostet zwar 6 Energie, aber das ist schon, das ist echt schon der Hammer. Das ist schon krass. Oh, ich könnte jetzt, oh, jetzt haben wir noch einen Slot zum Ausrüsten. Was nehmen wir denn da nochmal? Könnten natürlich nochmal Meditationsperlen nehmen. Kraftglitch, nee. Startpanzerung. Das wäre ganz gut für Scharfschützen. Dann kriegen die direkt auch noch Spott. Hornpulver. Das wäre halt ganz gut mit der Karte von eben. Dann hätten wir günstige Einheiten. Würden dann mehr bekommen, die im Prinzip dann auch nichts kosten. Aber ich bin schon halt der Freund davon. Weil gut, bis 6 Energie, das kommt jetzt auch nicht so. Das klingt gar nicht mal so blöd. Ich glaube, ich nehme mal das. Gut, dann haben wir jetzt sämtliche Ausrüstungsslots voll. Und gehen mal jetzt hier zur Kreuzung. Versteckte heilige Stätte. Okay, da sind Raster. Der Mönch ist leider weg. Ein Spotter weniger. Schrottgelehrter, ja, okay. Ich habe schon so viele Fünferkarten. Es ist nicht so... Kultist wäre ganz nett. Aber ist halt auch verletzt. Von daher... Er hier gibt uns... eine Energiezelle, wenn er stirbt. Was? Aber jetzt auch nicht so... Das ist jetzt nicht so der Bringer. Räuber... Wenn, dann würde ich hier sagen, nehmen wir doch lieber nochmal, ja, nehmen wir nochmal einen Räuber mit rein. Dann machen wir das so. Wir können jetzt hier nochmal kurz gucken. Will ich hier denn hier aus? Zweimal Kopfschuss ist halt auch nicht so, so das Dolle. Aber ich will halt keine davon rausnehmen, weil ich habe ja eine gewählt. Das wäre halt ein bisschen doof. Dieser Schuss, der bringt halt kaum noch was. Also diese Buffs hier sind noch ganz gut. Gerade wenn man angeschlagene Einheiten hat, dann kann man die noch mal ein bisschen auf die Füße helfen. Aber gerade dieser Schuss hier, ja,
Ja gut, wir haben hier halt einmal Zerfleischen, Feuerstoß, Tollkühner Schlag und dann Kopfschuss. Wir haben eine Menge Karten, mit denen wir schon direkt Schaden anrichten können. Von daher würde ich schon sagen, die können wir jetzt durchaus mal zerstören. Und dann legen wir doch mal los. Die haben jetzt auch nicht so viele Lebenspunkte. Ein Schweifer, ja, der ist ganz nett, aber ist halt verwundet. Feuerstoß, ja, brauche ich jetzt auch noch nicht so unbedingt. Dich brauchen wir auch nicht. Du hättest aber Spott, von daher, ja. Ja, nee. Behalten wir mal den Schweifer. Da müssen wir jetzt echt mal schauen. Du wärst natürlich hier der absolute Knaller, gerade jetzt am Anfang. Oh, das wäre natürlich super. Wenn das Schaden macht, bufft das auch noch den jeweiligen Gefolgsmann mit plus 3 an Damage. Das ist natürlich... Ja, da bin ich dabei. Wir können jetzt hier noch eine Konvoikarte ziehen. Ja, gut, machen wir das mal. Gut, dann hätten wir dann Schlachtfeldheiler. Ist gar nicht mal so blöd. Jetzt muss er nur überleben. Das ist schlecht. Wir haben den Schlachtfeldheiler. Wir haben hier maximale Energie. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Tollkühner Schlag. Das wäre auf jeden Fall schon ganz nett. Aber dann haben wir nichts mehr. Gut, die können den auch gleich direkt sehr schnell ausschalten. Das ist halt schon ein Problem. Ich muss das jetzt mal bei dir hier benutzen. So, dann machst du immerhin 8 Damage. Davon können wir jetzt nicht profitieren. Was ist mit dir hier? Drohne. Ja, Schnitter ist jetzt auch nicht so toll, aber... Greifen wir mal direkt an. Können wir leider noch nicht ausschalten. Und er wird gleich zerstört. Und er bufft sich damit auch noch. Ja, das ist natürlich... Ja, wir haben jetzt Zersetzen. Ist ein bisschen doof. Weil so kann ich keinen Gefolgsmann segnen. Das ist halt schon ein bisschen blöd. Und ja, da hätten wir auch noch dieses Fass gehabt. Okay, das macht nur Schaden. Gut, also das ist eigentlich egal. Ja gut, dann machen wir das so. Weil jetzt irgendwie weiterkämpfen, Einheitsspieler, wird sowieso alles draufgehen. Weil so wie der da gerade seine Einheiten gebufft hat, ist das jetzt nicht so toll. Reaktiviere den Turm. Lass mich raten, das soll Reaktiviere heißen. Kostet 9 Lebenspunkte. Ich mach das jetzt einfach mal, um herauszufinden, was das bringt. Weil 9 Lebenspunkte ist schon mal eine Ansage. Predige von den himmlischen Stimmen, analysiere den Turm. Ich will mal den Turm analysieren. Plus 5 Forscher. 5 Forscher für 9 Lebenspunkte. Das ist jetzt aber nicht unbedingt so ein guter Deal. Irgendwie... Habe ich das jetzt übersehen, dass hier ein Weg direkt drüber geht? Oder wurde der vorhin noch nicht angezeigt? Oder ich habe ihn wahrscheinlich einfach übersehen. So, dann geht's doch mal direkt weiter. Transporter, Wrack. Können wir untersuchen. Ist zwar unwahrscheinlich, aber machen wir einfach mal. Minus 2. Gut, das hat eigentlich immer... Zieht uns Lebenspunkte ab. Wenn da irgendwo steht unwahrscheinlich und es klappt nicht, zieht uns das Lebenspunkte ab. Okay. Wir können kämpfen. Und wir werden kämpfen. 12 Lebenspunkte. Das ist ja noch ganz okay.
Ich werde jetzt aber auf jeden Fall schon mal gucken, dass wir hier nochmal irgendwas teilen. Ja, teilen wir hier nochmal Färbemittel. Wir haben so viel davon. Dann kriegen wir auch wieder ein bisschen Hoffnung. Das ist ja jetzt echt blöd vom Aufbau. So, dich brauchen wir nicht. Dich brauchen wir auch nicht. Heiler brauchen wir auch erstmal nicht. Der Schweifer ist schon ganz nett. Wilde Hand, ja, okay. Ich würde jetzt wirklich sagen, wir spielen erstmal den Schweifer und setzen den hier hinten hin. Na super. Okay. Beschädigter Stützpfeiler. Rache. Der Anführer dieser Seite verliert eine Energiezelle. Ja. Ist okay, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich spiele jetzt mal wieder den. Dann können wir das Hindernis mal spielen. Haben wir auch schon wieder alles verbraucht. Ha, auf jeden Fall. Der hier ist, wird ein Problem werden. Deswegen würde ich schon sagen, wir erledigen den direkt sofort. Dann können wir auch noch... Dann machen wir das mal so. Dich schalten wir direkt aus. Du wirst gebufft. Dann haben wir noch einen. Ich würde wirklich sagen, wir heilen dich erstmal wieder hoch. Machst dann dadurch noch mehr Schaden. Dich können wir dann noch spielen. Und du kannst jetzt schon mal direkt hier... Moment, das Fass war... Macht an benachbarten Feldern Schaden. Okay, gut. Dann lassen wir den erstmal außen vor. Können wir eh nicht angreifen. Machen wir mal direkt Schaden. Sie wollen aufgeben. Wie? Ich kämpfe jetzt weiter, weil ich bin in so einer guten Position. Die Lebenspunkte werden langsam etwas niedrig. Dann können wir jetzt nämlich... Wen nehme ich jetzt dafür? Das wäre bei dir gar nicht mal so schlecht, aber du bist halt ein Scharfschütze. Wasser und Färbemittel. Einen Lebenspunkt haben wir verloren, aber ist noch okay. Batterien, Maschinenteile, das sieht doch ganz gut aus. Eine riesige Gehmaschine. Schon wieder was zum Kämpfen. Na okay. 22 Lebenspunkte. Rasterlifter. Stufe 6 Boss. Eine gewaltige geistunterstützte Maschine zur Hausbau und zur Kriegsführung. Das ist auch gut. Glücklicherweise brauchen sie einen Piloten, um zu funktionieren. Leider kommt diese auch mit einer Leiche aus. Das klingt ja schon mal super. Wie machen wir das jetzt? Teilen wir mal den Tee hier. Dann heilen wir uns direkt am Anfang. Und mal gucken, wie das dann hier läuft. Gnadenlos behalte ich erstmal, glaube ich. Die Echse können wir eigentlich auch behalten. Dich brauchen wir nicht. Ich weiß nicht. Nee. Machen wir das erstmal anders. So, da hätten wir die Heilung.
Dann können wir direkt mal dich hier spielen. Können dich da noch buffen. Und ja, das mit den mit der Heilung spare ich mir erstmal. Zersetzen bringt uns erstmal nichts. Das ist erstmal nicht so der Knaller. Autogewehr. Belastung. Am Anfang deines Zuges füge dem ersten Ziel in der Gegner gegenüberliegenden Reihe 2 Schaden zu. Okay. Ha. Ich hätte natürlich jetzt schon gern mal irgendwie... Ja, okay. Dich könnten wir dann... Kostet halt 4. Heiler ist jetzt noch nicht so der Knaller. Ich würde wirklich sagen, wir machen erstmal dich platt. Und du kannst dann mal da schon mal ein bisschen Schaden verursachen. Heilung um 10. Oh Gott, ja, das ist super. Das könnte echt ein Problem werden. Oh mein Gott, das könnte wirklich ein Problem werden. Aber ich habe ja hier... Kolossus. Ja, wäre halt die Lösung dafür. Das Problem ist nur... Das wird nicht... Das wird so nicht reichen. Moment. 15 oder weniger. Das heißt, ich müsste direkt dann 15 Damage machen. Damit wir den erledigen können. Das ist natürlich schon mal sehr toll. Holen wir uns mal hier den Schild-Heini. Und 5. Ja gut, das bringt es jetzt auch noch nicht so unbedingt. Wenn ich dich jetzt angreife... Die würden den auf jeden Fall noch nicht erledigen. Ich glaube, ich mache das lieber anders. Ich knips dich aus. Und dann heilen wir dich wieder hoch. Dann machst du nämlich jetzt schon 9 Damage. Ich muss den auf jeden Fall schnell erledigen. Ich muss schnell starke Einheiten bekommen. Damit wir den dann erledigen können. 24, das wären 13, das wären 21, das würde so nicht... Aber wir hätten das noch hier, aber das wird nicht reichen. Okay. Du hast ein Schutzschild, das ist ja schon mal sehr toll. Schockrekrut... Ist jetzt nicht so mein Fall. Was kriegen wir hier noch? Das würde auf jeden Fall noch nicht reichen, um ihn hier zu erledigen. Das könnten wir eigentlich schon direkt mal machen. Dann machst du 18 Damage. Dann können wir das einmal so machen. Dann hast du 16. Jetzt muss er nur überleben. Ach stimmt, das kriegen wir jetzt ja auch noch. Gut, das sieht doch gut aus. Dann können wir dich direkt erledigen. Ha, das hat doch super funktioniert. Bauholz, Batterien, Strahlengewehr. Strahlengewehr, füge allen Feldern in der gegnerischen Reihe 3 und dem gegnerischen Anführer Schaden zu. Was? Allen. Dann in der gegenüberliegenden Reihe und dem Anführer. Stechender Lichtstrahl. Füge allen Feldern in einer gegnerischen Reihe 4 und dem gegnerischen Anführer Schaden zu. Okay. Ja gut, ist halt wieder sowas mit Schaden, aber ich habe ja genug Karten, die sowas können. Deswegen... Sehe ich das jetzt erstmal nicht
als so nötig. So, wir haben wieder ein bisschen Hoffnung bekommen. Und da ist auch schon wieder eine halbe Stunde um. Spielmodus freigeschaltet. Tägliche Herausforderung. Oh, okay, gut. Wir haben wieder 73 Hoffnung, 174 Essen. Also das Essen ist überhaupt kein Problem. Auch wieder jede Menge Batterien. Wir schauen uns dann nächstes Mal an, was es da so gibt und was wir vor allen Dingen verkaufen und wen wir heilen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.